Bisschen kalt heute. Ist kalt oder was? 15 Grad irgendwie so. Jetzt sind wir in Hildos. Frierst du auch? Okay. Nein. Ihm ist warm ums Herz. Jetzt holen wir erstmal Startnummern ab. Yes. So, nachdem wir auf die 13 Kilometer letztes Jahr geschaut haben, werfen wir natürlich auch einen Blick auf die 23 Kilometer, die es letztes Jahr. Und die erste Lack auf der Eilungsklasse hat gewonnen die Jennifer Romanowski von PNV SE1. Angemeldet sind, können natürlich ihre Startnummer noch abholen. Ganz wichtig. Und wie gesagt, 10.40 Uhr geht's auf die Strecke. Dadurch verschiebt sich dann alles um 10 bzw. um 1. Moin Leute. So, heute bin ich wieder in der Rhön in Hilders. Der zweite Hochrhön-Bergtrail steht auf dem Programm. Ich bin eingeladen worden vom Veranstalter Benedikt Beck, hier teilzunehmen. Erstmal schönen Dank für die Einladung. Und heute bin ich angemeldet auf der 28 Kilometer Strecke, also doppelt so viel wie letztes Jahr. Die hat ungefähr 750 Höhenmeter. Und da will ich mich jetzt mal drauf einlassen. Ich bin gespannt, wie ich durchkomme und wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen. Ciao. Jetzt kommt die Sonne raus, ist das cool? Es wird langsam wärmer. Und gleich ist Start. So, natürlich werden wir euch die 74, 720 und für die Landeskanzler 1000 Höhenmeter hier bei der zweiten Ausgabe des Hochrhön-Bergtrails. Gleich geht's los. Yes, die Sonne kommt. 29. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startschuss! Jawohl, dann geht's raus für die schnellen Jungs. Wir sehen Julian Flügel, Philipp Stuckert, Bastian Reukhaus, die über die unterschiedlichen Distanzen hier sicher mit werden um den Sieg. Aber wir schicken natürlich auch alle anderen auf die Strecke. Viel Spaß, viel Erfolg, kommt heil und gesund wieder her. Viel Spaß! Danke! Let's go! Jetzt in die Ritterschlucht. Cool in der Klammer, in der Schlucht. Etwas Stau auf der Treppe. Läuft aber
Na, gleich hier oben. So, jetzt hier aus der Ritterschlucht raus geht es erstmal auf breiten Vorstraßen wieder immer hoch. Es wird noch nicht flacher. Wir laufen wieder. Noch ist es so diesig, die Sonne ist noch nicht durchgekommen. Aber ich hoffe jetzt später, Vormittag, der Sonne ein bisschen rauskommt, dass wir oben auf den Gipfeln auch ein bisschen die Fernsicht genießen können. Jo. So, matschig im Wald geht es jetzt weiter. Berg hoch. Aber die Luft ist schön. Nicht zu warm heute. Kann man schön durchatmen hier im Wald. Herrlich. Ah, die Rhön ist erste Sahne. Leute, ich sag's euch. Kommt mal her, schaut euch das an. So, erste Verpflegung bei Kilometer 3. Moin! Moin, hi! Hi, moin! Hallo! Ui! Das war eben. Ja. Aber es läuft meistens runter. Bergab läuft! Ja! Bergab läuft! Nicht nur bei der Cola so, ne? Wir müssen noch höher, ne? Ja! Ein bisschen! Kommt noch einiges! Wollen wir nicht alles? Hast du noch Cola? Der ja! Dankeschön. Bis dann. Ah, moin. Bist du die normale Strecke gelaufen? Nee. Meine 28er, ja? Ja. Wir mussten die rote folgen. Wieso? Da im Roten ist der Manuel. Der Manuel läuft vorweg. Kilometer, blauer Pfeil. So, jetzt hier aus dem Wald raus und die Sonne kommt langsam durch die Wolken, langsam. Jetzt geht es hier so eine Wiese runter. Moin, danke. Motivation, yeah. Ist wieder gehen angesagt. Jedenfalls für mich. Die Sonne kommt immer mehr und mehr durch. Es wird super. Macht sehr viel Spaß hier zu laufen.
tolle Gegend, tolle Strecke, tolle Veranstaltung. Hoch im Bergtrail, echt ein Genuss. Oh, da komme ich schneller. Und der war ja schnell wie ein Blitz. So, jetzt geht es nochmal steil hoch bis oben zur Kapelle, die letztes Jahr da war und gespielt hat. Schauen wir mal, ob dieses Jahr auch was da ist. Moin! Danke! Moin, danke! Da oben die Kapelle. Vielleicht fängt es ja noch an zu spielen. Und nächste Verpflegung erreicht. Hi, moin. Hallo. Moin. Wasser, Cola, irgendwas? Ja, Cola. Cola. Ja. Super, super, super. Danke. Bitte, gerne. Ja, bitte zumindest. Ja. Ja. Aber die ganze Zeit sah es noch anders aus. Bravo. Jetzt. Ja. Ja. Hier kommt Licht und nicht die Nebel. Yeah. Wir sammeln dann die Becher gerne ein. Also, könnt weiter. Danke. Nee. Wir sammeln, wir machen das. Guck mal. Sonja, yeah! Jetzt kann man doch schon gut weit gucken. Einen schönen Blick ins Tal. Wenn die Sonne noch mehr durchkommt, dann wird es noch besser. Kapelle hat gerade nicht gespielt, als ich vorbeikam, aber macht ja nichts. Die haben ja auch nicht den ganzen Tag Luft. Oh, jetzt fangen sie an. Jetzt fangen sie an zu spielen. Da muss ich noch kurz zuhören. Naja, hört ja nichts. Ich bin noch vom Laufen hier, nicht zum Kapelle hören. Jetzt geht's ab mit der Kapelle, hör mal. Ja, super. War die Strecke gut? Ja, sehr gut. 37 jetzt, ne? 37, ja, genau. Geil. Soll ich davon ein bisschen vor? Danke. Viel Spaß noch, ne? Wir müssen langsam mal warten. Oh, jetzt schon. Ja, ist noch ein bisschen was vor dir, ne? Ja. Alt gewesen, aber wenn du da bist. Oh. Da musst du dran, musst du ran. Viel Spaß. Tschüss. Jetzt hier schön kleine Pfade im Wald. Jetzt erstmal hier so auf breiten Vorstraßen lang geradeaus. Machst du richtig Party? Super, danke.
Hier geht's ja richtig ab bei euch. Hi. Geht's ja richtig ab. Hier geht's ja richtig ab bei euch. Bleib ich lieber hier. Voll die Party hier. Banane noch? Ich noch ein bisschen. Danke. Wir sind ja noch 17 Kilometer. Ja, ja. Schön gemacht. Ja. Hier, guck hallo. Mal, wen ich getroffen habe hier in der Rhön. Grüß dich, hallo. So trifft man die Leute hier. Musst du erst in die Rhön kommen. Super geil hier. Bitte Fernsehen. Bei YouTube. Dann steil die Wiese hoch. Da oben ist Noahs Segel, der Aussichtspunkt. Ja, von hier oben hat man einen guten Blick ins Tal. Super Leistung, wirklich. Jetzt ist hier oben an Noahs Segel angekommen. Großen Respekt euch allen, wirklich. Danke. So, am Gipfel, am Ellenbogen angelangt. 813 Meter über Normalhöhe 0. Und da ist nur das Segel. Und da vorne gibt es Verpflegung. Und weiter geht's im Downhill. Oh, jetzt habe ich einen Wadenkrampf, rechts links. Shit. Guck. Ah, Mist. Oh Mann, jetzt an der anderen Wade auch noch ein Krampf. Oh, das ist doch blöd. Jetzt bin ich wieder ein bisschen ins Laufen gekommen. Wadenkrämpfe etwas weg. Ich hoffe, es bleibt so und die kommen nicht nochmal. Cool.
Danke! Ey, das motiviert total! Ja. Filmst du dich an der Strecke? Nee, so ab und zu mal. So, so nette Leute wie hier. Ja. Ist Party ohne Ende. Ist das geil, die Verpflegungsstände? Die Leute sind super. Top Job. Noch 7 Kilometer bis zum Ziel ungefähr. Ich freue mich, wenn ich da bin. Boah. Boah. Das haut echt rein in meinen untrainierten Körper. Beine sind irgendwie komplett dicht. Hüfte auch. Boah. Kann mich nur so mit der Geschwindigkeit fortbewegen. Und schon wieder kommt ein Krampf. Ah! Ah! Shit! Jetzt kann man schön weit gucken. Ist die Sonne da, jetzt ist schön klarer. Nice. So, jetzt geht es hier den Wiesenweg runter. Den kenne ich ja noch vom letzten Jahr. Und da unten ist schon Hilders zu sehen, aber es sind noch 5 Kilometer, also packen wir's. Eieiei, Wurzel, siehst du, aufpassen. Hi. Oh, Feuer frei, super. Danke. Nicht mehr weit. Danke, ihr seid spitze! Huh. Geil! Ah, noch 3 Kilometer. Ja, gleich hast es. Komm rein, lass. Warte. Ach, da ist er. Ich danke euch, ne? Viel Spaß noch. Tschüss! 2 Kilometer. Auf geht's! Oh. Jetzt die schöne Ritterschlucht wieder runter, aber in dem Zustand ist das mit den Krämpfen nicht so schön. Aber ansonsten ist es hier traumhaft cool. Der letzte Kilometer und dann hoffentlich Ziel. Ah, ich muss mich hinlegen.
So, der letzte Tunnel. Und dann noch eine Runde auf dem Sportplatz. Yes, man! They say it's a matter of time. 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. For your love, I will go far. I wanna be where you are. I know I'm coming back. Danke. Komm, Falle, Treppe runter und dann die Runde rechts fertig laufen. Danke. Yes. Auf den letzten Geraden. Ich hab's gepackt, Leute. Yeah. Zusammen mit Timo Johannes. Und es fliegt förmlich rein mit der Startnummer 3735, Simon Pippler vom SV Fischhaus 1926. Werfer. Yeah. Jawohl, die Faust nach oben strebt Matthias Flöcke. Yes! Dankeschön! Boah! Cool. Danke, ja. Irgendwo ohne Ende gehabt. Ja, aber du bist da. Ich bin da. Du bist die Hauptsache. Finisher! Ja, schönen Dank nochmal, super Veranstaltung. Danke dir, danke dir. Wie geil, Finisher! 28 Kilometer und 750 Höhenmeter durchgerissen. Ab Kilometer 17 Krämpfe ohne Ende, aber einfach immer weiter. War eine super schöne Strecke. Das Wetter hat gepasst und Benedikt Beck und sein Team haben eine grandiose Veranstaltung auf die Beine gestellt. Großen Respekt und schönen Dank für den Startplatz. Hat mich sehr gefreut. Komme immer wieder gerne hierher. Schönen Dank an die vielen Helfer bei den Verpflegungsstationen, einfach super, wie die immer einen motiviert haben. Einfach nur klasse. Top-Veranstaltung, kann ich jedem nur empfehlen. Aber ich weiß nicht, ob ich die 28 nochmal mache. Vielleicht ist das nächstes Jahr wieder vergessen, der Schmerz. Schauen wir mal. Jetzt erstmal ausruhen, wieso. One, two, three, and all is alright. And I hope, and I hope.